Ein Impressum ist Pflicht für jede deutsche Website. Deshalb haben wir von Testify einen Command für Cypress entwickelt, der überprüft, dass ein Impressum vorhanden und auch klickbar ist. Ich zeige euch jetzt, wie das geht. Wir sind hier wieder in unserer IDE. Ich habe die Vorarbeit für den Test geleistet und alles, was jetzt noch notwendig ist, ist, dass wir hier einen Cy.tt eingeben, um uns unsere Testify-Commands anzeigen zu lassen. Und dann suchen wir hier den Cy.tt validate imprint is clickable. Dann noch die Funktionsklammer und das Semikolon und dann wäre unsere Arbeit an der Stelle hier getan. Wir sind jetzt auch hier wieder in Cypress und lassen den Test einmal durchlaufen. Der Test wartet hier einmal darauf, dass die Seite vollständig geladen hat und ruft dann hier anschließend das Impressum auf und validiert, dass an der Stelle alles funktioniert. So einfach könnt ihr überprüfen, dass eure Website ein Impressum hat und dass dieses auch funktioniert. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist euch das Testify Base Template von GitHub auszuchecken. Das Ganze geht ganz einfach über die Kommandozeile. Der Link dazu ist unten in der Beschreibung, also guckt euch das Ganze doch einfach mal an.